Was habe ich mir da Geiles wieder rausgesucht? Great Teacher Onizuka, der war schon lange Zeit überfällig für mich, ja. Great Teacher Onizuka ist, wie man sieht bei Anisearch und auch bei anderen Animes, recht gut bewertet. Und das ist der älteste Shinken, den ich bis jetzt gesehen habe, mit Ausnahme von Sailor Moon und Dragon Ball, die sehe ich jetzt nicht dazu. Aber hier, von 1999 bis, ich glaube, 2000... Great Teacher Onizuka und ich will verdammt nochmal mehr. 15 Jahre gab es jetzt gar nichts mehr von den Typen. Man kann auch gucken bei Verbindungen unter proxer.me. Dass einfach gar nichts mehr nach dem allgemeinen, nach dem Anime war. Und der hat wirklich der die Fetzen von Leim gehauen. Ja, Great Teacher Onizuka. Sommer 1999. mit Moment mal. 43 Episoden, wirklich, da fehlt einfach nichts. Der wurde gedubbt. Warte, den Dub will ich jetzt kurz mal gucken. Ja, also, den Dub will ich jetzt mal sehen. Weil, okay, nein, ich hab den gerade reingeguckt. Schaut euch lieber den German Sub an. Ich frag mich, der wurde ja lizenziert, ja? Also, man kann auf proxer.me kann man nur die Sachen gucken, die nicht lizenziert sind auf German Sub. Aber der wurde lizenziert, aber wo soll man denn dann die Episoden gucken? Das frage ich mich öfters. Wenn man zum Beispiel wie bei Animes, wie bei Bleach einfach die Folgen gucken will, aber die es nirgendwo gibt, ja, wie soll man die denn gucken? Weil das kann ja einem nicht verwehrt bleiben. Das ist ja, wie soll man sagen, Ausbeutung. Nee, falsches Wort. Egal, Great Teacher Onizuka hat mich wirklich die letzte Woche wirklich krass unterhalten. Es war ein Anime, der wirklich für jeden was ist, ja. Da gibt's alles, da gibt's coole Action, da gibt's den besten Charakter überhaupt. Kann man vergleichen mit Mischung aus Fuck You Goethe, der Lehrer, und The Breaker. Bei The Breaker war das ja so ein Martial Arts Künstler, der sich mit einem Kind zusammengetan hat und das irgendwie trainiert und alles. Hier ist es ähnlich, nur nicht nur mit einem Kind, sondern er freundet sich mit recht allen aus der Klasse an. Anfangs könnte das etwas komisch vorkommen, denn anfangs, also die erste Episode, ist The Great Teacher Onizuka. Erwähnt er da schon, dass er aus irgendeinem Grund, wir wissen es alle, ein Lehrer werden will. Und dann erstmal ein Referendar wird für 2 Wochen. Und es da schon ein so geiles Mädchen gibt. Und als er das dann verlassen musste, also in eine andere Schule gehen musste, war ich traurig. Aber dann fing erstmal der Spaß an, nach der Episode. Das war eine Doppelfolge, zufällig. Ich dachte, alle Folgen werden so lang, das wär schön gewesen. War es aber nicht. Dann ging er in eine andere Klasse. Er hat leider eine Mittelschule bekommen. Schade für ihn. Er mag nur reife Frauen. Er wollte sich an die vergehen. War natürlich verboten. Er hat doch später auch öfters mal Chancen gehabt. Ist aber standgeblieben, wie ein richtiger Kerl. Der ist 22, Jungfrau und ungeknutscht. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit 22. Aber hat so ein Body. Nice Body, Alter. Und der ist der größte Motherfucker. Der schert sich einfach über gar nichts. Also, wie gesagt, er kommt auf eine Mittelschule, bekommt eine Problemklasse. Die ist deswegen eine Problemklasse, weil sie einfach jeden Lehrer verjagen, so wie sie wollen. Ja, weil es ist in der Vergangenheit, was passiert. Das wird auch erst in den letzten 2 Episoden erwähnt. Das sind auch Filler-Folgen. Ja, da gibt's, glaube ich, einige Fehlerfolgen. Die sind auch so verteilt, dass man das auch merkt. Man muss nicht extra eine Liste aufmachen, sondern man sieht die. Man sieht, dass da Fehlerfolgen sind. Später am besten sogar. Also, wie gesagt, da bekommt man eine Problemklasse und muss sich halt gegen die stellen. Da gibt's anfangs nur einen Jungen, der eigentlich nichts gegen den hat. Das ist, irgendwas mit Yashido Pop, irgendwie sowas. Und befreundet sich schnell mit dem
Und das kann ich sogar sagen, das ist der erste Fall. Der kann ich spoilern. Obwohl, spoilern kann man hier sowieso nichts, weil hat sowieso jeder geguckt. Gritty Johnny Suge. Und ach, die Musik ist sowieso geil. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Also, der Junge hat Probleme mit Mädchen, er wird verprügelt. Gritty Johnny Suge, wie ein Lehrer das so macht, kümmert sich um den Fall. Und er holt sich während diesem Konflikt immer mehr Leute zu sich aus der Klasse. Anfangs waren alle gegen den, bis auf den einen, den ich erwähnt habe. Aber dann befreundet er sich mit mehr und mehr an, sodass er am Ende nur noch eine Feindin hat. Aber die hat auch jeden Grund dazu, denn das kann ich, erwähne ich mal jetzt. Denn der alte Lehrer, also der Lehrer davor, hatte was mit der besten Freundin von der. Und sodass sie dann schwanger wurde und die dann Selbstmord gemacht hat. Ja? Wie das Ganze so ins Detail geht, weiß ich nicht genau. Denn ich habe es auch nicht so richtig verstanden, warum dann alle den Lehrer gehasst haben. Das war nicht der Grund, warum die wegen der Schwangerschaft, sondern ein anderer. Weil er die irgendwie verraten hat und so. Auf jeden Fall, zu Great Teacher Onizuka, ich fand. Der Charakter, der Great Teacher, ja, der ist so geil. Der schert sich nie um das Gesetz. Was mir noch gefehlt hat, ist eher den Hintergrund so. Genau wie bei Fuck You Goethe fehlt ja etwas so der Hintergrund von dem Lehrer. Bei Ikichi Onizuka weiß man das ja ein bisschen. Der ist ein ehemaliger Gang-Anführer. Gänganführer, war das Gänganführer? Ja, einer Motorradgang. Ist immer noch Motorradfahrer. Ich meine, ich glaube, der kam aus dem Knast. Ich weiß nicht. Direkt bei der ersten Szene habe ich irgendwie verstanden, dass der aus dem Knast kam, oder nicht? Oder doch nicht, dann der. Auf jeden Fall, der wollte unbedingt Lehrer werden. Weswegen, weiß man genau. Wegen den hübschen Schnittchen. Und diese Musik, diese. Oh. Wenn die Musik in der Serie kommt, weißt du, man kann chillen. Kein Problem. Das ist sowieso. Der ist lustig, der Onizuka, ja? Der ist, wie die Schüler sagen, ehrlich. Ein ehrlicher Lehrer hat man ja selten. Das ist auch so ein Lehrer, den. Ja, die Musik. Den Lehrer jeder sich wünscht. Mit dem man Spaß haben kann, mit dem man andere verarschen kann, mit dem man, vielleicht bei den Mädchen spannen kann. Der hat einfach so oft Probleme in der Schule, also sich selber eingebrockt und wie der die dann löst, ja. Da gibt es eine Sache, kann ich sagen. Ein Mädchen, dieses Mädchen, was ihn hasst, hat ihn so, wie soll ich sagen, dem Diebstahl von 1 Million Yen unter die Schuhe geschoben. Der hat sich komischerweise irgendwie am Ende hat sich herausgestellt, dass er es nicht war, aber davor hat er gesagt: Okay, ich war's. Nur, ich lade euch alle nach auf so eine Insel an in Japan, die für jede Klasse der Stufe und für 8 Millionen Yen. Da hatte der nämlich gedacht, dass er im Lotto gewonnen hat, hatte er aber gar nicht. Ja? Und er musste in einer Woche dann 8 Millionen Yen sammeln. Ich weiß nicht, wie viel Euro das ist. Auf jeden Fall weniger als 1 Million Euro. Und wie der das angestellt hat, ja, und wie cool der einfach gewirkt hat. Und diese Klassengemeinschaft mit Lehrer und Schüler war so toll. Und besonders diese letzten zwei Episoden, das sind Filler-Folgen, sei bemerkt, erzählen nochmal den Abschluss von den Gerechtigkeit und Suche. Er kam in den Knast. Und auf einmal war er in Amerika. Da war ich so konfus. Ich wusste gar nicht, was ist da los? Gibt es mehr von Great Teacher Onizuka? Wird es mehr geben? Die Frage stellt sich, wird sich mir auch etwas länger stellen, denn ich kenne den Anime erstmal seit einem guten Monat. Ja, nein, nicht gut, 2 Wochen. Und ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie Ankündigungen, Informationen zum Anime kamen, zum Manga, vielleicht auch nicht. Aber wenn nicht, dann hat mir 15 Jahre jetzt nichts gehört. Bei so einem guten Anime.
Stellt euch mal vor, wie geil das wäre. Great Future Onizuka mit einer neuen Grafik. Vielleicht sind ja schon da was am Basteln. Man weiß nicht. Man kann ja so ein Franchise ja nicht einfach irgendwo in die Tonne schieben. Denn man kann sich vielleicht die Lizenz abkaufen, wie bei Videospielen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich bin dafür, dass Great Future Onizuka irgendwie eine Fortsetzung bekommt. Ich bin da näher nicht informiert. Vielleicht ist das ja nicht möglich, aber trotzdem wünsche ich mir das. Ich hoffe ja auch.